Bevor wir also zur Direktvermarktung kommen, eine kurze Unterbrechung, denn groß angekündigt haben wir ja schon den regierenden Bürgermeister von Berlin. Herzlich willkommen, Herr Wegner. Hallo. Rückgewollt, Sie kennen mich. Wir gehen einmal komplett in die Mitte. Hier, ach, bleiben Sie hier oben, fürs Bild. Je mehr, desto vieler, sage ich immer. Herr Wegner, ich fange mal mit Ihnen an, weil natürlich sind wir hier in der Brandenburghalle 21a, aber wir sind natürlich auch zu Gast in Berlin. Ihr erster Eindruck von der Brandenburghalle 21a? Großartig, großartig, wie Brandenburg halt ist und als Berliner regierender Bürgermeister. Wir haben rundherum nur Brandenburg und ich sage Ihnen, ich fühle mich damit richtig wohl. So, jetzt muss ich Sie aber testen. Was kennen Sie aus Brandenburg? Welches Gericht, welche Spezialität? Jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen. Tesla will ich nicht sagen, weil es gibt ja viel, viel größere und schönere Produkte. Kann man auch nicht essen, ganz genau. Ja, aber gerade was, ja, wir reden ja hier viel über Landwirtschaft, nicht? Und Berlin hat auch Landwirtschaft, soll man immer nicht vergessen. Herrn Spandau und Neukölln, denke, auch Reinickendorf. Aber natürlich sind wir auch von der Brandenburger Landwirtschaft ein Stück weit abhängig. Und deswegen ist es einfach ganz großartig, dass Brandenburg so viele Produkte hat, die am Ende des Tages auf den Berliner Esstellern auch landen, nicht nur auf den Brandenburgern. Und wir arbeiten ja ohnehin, lieber Vogel, eng zusammen, Berlin und Brandenburg, ist einfach gut. Und bei Ihnen persönlich im Kühlschrank, findet man dann auch mal eine Spreewaldgurke oder ein schönes Landbrot aus Brandenburg? Natürlich findet man da Spreewaldgurken, das ist doch selbstverständlich. Egal ob Senfgurken oder was auch immer, die sind immer gut. Sehr gut. Ich würde zum Beispiel an Havelzander denken, wenn ich an Brandenburg denke und nach einem Gericht, was also auch mit dem Namen Brandenburg verbunden ist. Und dann haben wir im Spreewald übrigens nicht nur Gurken, sondern wir haben auch Meerrettich. Und Leinöl, nicht vergessen. Also Leinöl auch, scharfes Gelb, wir haben so viel. Also bitte bleibt... Der Spargel ist extrem. Beelitz, Kremmen sind alle auch hier vertreten. Also tun Sie mir bitte einen Gefallen. Gehen Sie bitte unbedingt nochmal, ich weiß, Sie haben ganz viele Termine, aber gehen Sie bitte an so vielen Ständen wie möglich vorbei, damit Sie so viel mitnehmen aus Brandenburg, oder? Ja. Mach ich. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Schön, dass wir in Berlin wieder sein dürfen. Ich glaube, ich spreche für alle. Es ist ein großes Fest hier, auch wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Aber die grüne Woche zeigt sich wieder von der besten Seite. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön. Genau. Vielen, vielen Dank und viel Spaß. Das gehört auch zur grünen Woche, finde ich zumindest. Guten Appetit. Dankeschön. So. Ich würde vorschlagen, damit wir wieder im Bilde sind, pro Agro-Marketing-Preis, liebe Regie, können wir den Imagefilm der Direktvermarktung noch mal zeigen? Ich glaube, dann sind wir alle wieder im Bilde, oder, Herr Rückewold? Machen wir. Wir kommen zur ersten Kategorie, Direktvermarktung. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit Platz Nummer 3. Kommen Sie, wir gehen ein bisschen in die Mitte, ins Licht. Ich bin ja ganz froh, dass ich ein Stück weit auszeichnen darf oder benennen kann. Das ist ein ganz tolles Mitglied von uns, ist die Agrargenossenschaft Nullzelle mit dem dritten Platz. Und zwar geht es hier um Salate, um einen Kartoffelsalat, alles aus einer Hand, so wie wir uns das wünschen. Komplett regional, was dieser tolle Betrieb abbilden kann. Und das ist mal für die Jury, ich spreche ja nicht nur für mich. Der ausschlaggebende Punkt, warum die Agrargenossenschaft den dritten Platz erhält. Ja, hier auf der Bühne jetzt, Frank Matthäus, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Die stellen Salate her, unterschiedlichste Salate. Und ich habe gehört, da werden auch viele Brandenburger Produkte drin verarbeitet. Können Sie ein paar Beispiele nennen? Was benutzen Sie für Ihre Feinkost? Also bei unserer Kartoffelsalat ist natürlich nur die Brandenburger Kartoffel drin, die wir selber produzieren, selber kochen. Und auch eine Kartoffel, die auf Geschmack gezüchtet ist und nicht nur auf Masse. Da kommt noch die Cornella-Mayonnaise aus dem Spreewald dazu, Gurken aus dem Spreewald und mehr braucht es nicht mit ein paar Zwiebeln für einen sehr guten Kartoffelsalat. Keine Chemie, keine Cremes und kein Nix, sondern wirklich ganz pur das Produkt, back to the roots und das hat den Erfolg gemacht. Und um uns jetzt mal alle auf den Geschmack zu bringen, welche Sorten haben Sie im Angebot, was kann man mal kosten? Beim Kartoffelsalat haben wir natürlich nur den klassischen Kartoffelsalat, wir machen da keine Experimente mit Fleisch oder ähnliches, aber wir haben auch einen Fleischsalat, der wirklich mit Mayonnaise und nicht mit Fleischsalat Grundmaß, sondern mit Fleischwurst produziert wird, auch ein Rindfleischsalat mit Produkten, auch aus dem Spreewald, sozusagen sind wir da rundherum gut aufgestellt. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal.
machen, glaube ich, nochmal ein Foto. Genau, ein Foto. Wir gehen von der Seite. Ja. Einfach ein bisschen aufrutschen, dann machen wir nochmal ein Foto. Und wichtig bitte auch für alle Preisträgerinnen und Preisträger, die so weit weglaufen, wir machen nachher natürlich noch ein gemeinsames Gruppenfoto. Platz 3 war das. Herzlichen Glückwunsch in der Kategorie Direktvermarktung. Herr Rückewold, wollen wir zu Platz 2 kommen? Ja, sehr gerne. Der zweite Platz geht an das Café Schauwerk. Hier geht es darum, dass wir hier eine gläserne Produktion haben. Wie würde ich sagen, eine junge Dame, das Unternehmen übernommen hat, quasi auch ihren Blick auf die Dinge mit reingebracht hat und ein ganz traditionelles Produkt wieder zum neuen Leben gerufen hat, beziehungsweise anders darstellt. Das hat die Jury überzeugt und ja, mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. So, bevor wir gleich ins Gespräch kommen und Sie Ihren Applaus kriegen, können wir alle mal einen großen Schritt nach vorne machen, dann sind wir alle wieder im Licht, dann glänzen Sie noch mehr. Und jetzt gibt es natürlich auch erstmal die großartige Trophäe und die Urkunde von Frau Mittelstädt und Herrn Und einen großen Applaus für den zweiten Platz in der Kategorie Direktvermarktung an das Café Schauwerk. Ja, Café Schauwerk sagt vielleicht nicht allen was, da gibt es ganz, ganz lecker Baumkuchen. Das ist ja ganz aufwendig in der Herstellung. Wie wird so ein Baumkuchen hergestellt? Ja, man stellt erstmal die Baumkuchenmasse her mit sehr guten Rohstoffen, viel Eier, viel Butter, macht einen guten Eischnee, sodass es eine schöne lockere Masse ist. Und dann wird der über traditionell offenem Feuer gebacken oder heutzutage hauptsächlich mit Elektro- oder mit Gas-Baumkuchenmaschine. Ja. Und wie lange dauert das? Das ist, glaube ich, nicht in einer Stunde erledigt. Ja, für einen Baumkuchen braucht man so circa eine halbe Stunde, nur alleine fürs Backen. Also da ist noch keine Vorbereitung, da ist er noch nicht überzogen. Also insgesamt ist das schon ein sehr aufwendiges Produkt. Und kann man das hier irgendwo kosten oder wo bekommt man den Baumkuchen her? Wir sind in Aldöbern im Schauwerk und also hier auf der Kuhmoche sind wir am Sonntag und am Montag am Proakku-Strand und am Dienstag bis Donnerstag am USL-Strand. Und ich würde vorschlagen, wir halten das nochmal fotografisch fest. Am Donnerstag sind wir beim Spielballverein am Stand. Ah, okay, super. Der ist hier um die Ecke gegenüber von Golzen, das ist doch super. Wir machen trotzdem noch ein Foto, einmal kurz hier zur Seite. Bitte lächeln, bitte ins Licht gucken. Applaus gibt's vom Publikum. Und bitte nicht ganz so weit weglaufen, vielleicht auch mit unter Antenne Brandenburg hinstellen, nicht weglaufen und wir kommen jetzt zum ersten Platz. Und Herr Vogel, wir rutschen wieder ein bisschen nach vorne. Hinten ist auch warm, diese LED-Wand ist ja wahnsinnig warm. Verrückt. Also uns wird nicht kalt, wir kommen jetzt zum ersten Platz in der Kategorie Direktvermarktung. Ja, und ich darf es vorstellen und Ihr Laudatio halten, das ist die Märkische Quarterhouse Ranch GmbH, kurz MQ Ranch genannt. Einige kennen es von früher, da war das mal eine Event-Location, wie man so neudeutsch sagt. Aber diese Event-Location hatte im Zusammenhang mit Corona richtig Schwierigkeiten zu überleben. Und es war die Frage, wie kann man unter diesen Bedingungen überhaupt existieren und welche alternativen Möglichkeiten gibt es? Und wenn Sie an Pferde denken, Pferde produzieren Mist, Pferdeäpfel, bekanntermaßen zum Beispiel ein sehr guter Rosendünger. Und die Porterhouse Ranch ist auf die Idee gekommen, ein Geschäft mit Mist zu machen und nennen es Lieblingsmist. Und ich denke, das ist eine so innovative Idee und das hat tatsächlich einen ersten Preis verdient und wir werden natürlich jetzt gleich noch hören, denke ich, was man genau unter Lieblingsmist zu verstehen hat. Meine Damen und Herren, Günther und Elfi Meinka, kommen Sie gerne nach vorne. Der Lieblingsmist. Oh. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Der Lieblingsmiss, ich liebe es jetzt schon, wirklich. Lieblingsmiss, das hören hier viele wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Wir warten kurz, bis die Urkunde übergeben ist und die Trophäe. Was macht den Lieblingsmiss denn so besonders? Naja, zunächst mal, weil er von unseren Lieblingen kommt. Wir haben derzeit 12 Pferde bei uns auf der Ranch. Das sind unsere Lieblinge und die produzieren jeden Tag rund eine Vierteltonne frische, feine Pferdeäpfel. Und das ist was ganz Besonderes, wer gerne Gärten hat. Der weiß, Pferdeäpfel, es gibt nichts Besseres. Ja, und wir sind täglich jetzt dabei, diese zu veredeln. Wo bekomme ich die Pferdeäpfel denn her, wenn ich die gerne haben möchte für meinen Garten?
Das ist relativ einfach. Wir haben ein Portal und da kann man die sich bestellen in allen möglichen Varianten. Wir haben verschiedene Düngesorten und letztendlich ist es ja dann wunderbarer Mist in der Tüte. Sehr, sehr schöne Idee. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Wir machen noch ein Foto. Marina einfach nochmal weg. Und Sie gerne alle nochmal einen Schritt nach vorne. Genau, ins Licht. Und weil wir natürlich alles fotografisch, nicht nur zum Jubiläum, auch prinzipiell, weil wir das immer machen, bitte alle Preisträger der Kategorie Direktvermarktung einmal nach vorne und sich gerne sortieren. Herr Rückewold, Frau Mittelstädt vielleicht außen umranden, die Fotografinnen und Fotografen sagen, ob das so passt. Ich kriege sonst immer Ärger hinterher. So, schreiben die mir, hätten sie nicht mal, könnten sie nicht mal, jetzt dürfen sie noch meckern. Hinterher ist zu spät. Alle mal ein bisschen nach rechts. Alle mal ein bisschen nach rechts. Das ist die Kategorie Direktvermarktung des ProAto-Marketing-Preises in diesem Jahr. Und wir schreiten auch in wenigen Augenblicken zur nächsten Kategorie. Vorher haben wir aber wieder Musik. Und das ist ja schön. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. So sehen Sie aus, unsere innovativen Unternehmer in Brandenburg. Alles Gute für Sie. Wir sehen uns nachher nochmal wieder für ein großes Gruppenfoto. Genau, nicht so weit weglaufen. Hier vielleicht in der Nähe bleiben. Dann sieht es auch so voll aus. Das ist dann auch sehr schön. Also vielen, vielen Dank. Großen Applaus. Und jetzt die kurze Pause, die kurze musikalische Pause.